Der erste Klassiker des heutigen Tages auf der großen BMW. Die 684. 2. Ich bin auch leicht überfordert hier am frühen Morgen mit der Koordination nach dem Bier gestern Abend. So, 684. Hubert Mensch und Franz Zeiler aus Leutkirch und Meierhöf. Ah, Isny Allgäu. Mit einem großen Yamaha. Zwei Zylinder. Und neben dran die 590. Der Franz Hermann aus Langenpettbach. Oha. Und auf der Bass Suzuki Hartmut Schock aus Kurhat die 2 geht. So, einer fehlt, meinst du? Die 106 steht vor uns hier, aus Kreuztal, München. Ne? Allgäu, Isny, aha, EML, Husqvarna gespannt 1985. Du musst es jetzt 1972. Euer Baujahr, Geburtsdatum. Ah, jetzt haben wir es. Das Motorrad ist etwas jünger. Wir haben also 106 Bernd Schreck aus Kreuztal und Peter Kargus. Bloß gut, dass die einen Anlass haben. Jetzt laufen. Läuft auch das Licht. 70 PS machen sich hier gleich auf den Weg. ENL gespannt. Aus dem alten Gästen. Enduro-Tour in Deutschland. Die 700 aus China. Einer der erfolgreichsten deutschen Enduro-Fahrer. Nebendran. Toni Schattenfroh. Beide von den Enduro-Senioren Deutschland und Rudi Schlosser auf seiner wunderbaren Brinkmann. Herkules mit der 725, der Toni in der Mitte mit der Löwer Sachs und der Klaus Wieland mit der 700 hier auf der MZ-EDSE-Gelände aus dem Jahre 1900, irgendwas in den 60er Jahren. Na, die starten noch das 26. Habt ihr Glück gehabt? Ach, da muss ich mich mit euch jetzt unterhalten auch noch. Alter, da kann ich viel erzählen. Also in der Mitte erstmal Toni Schattenfroh, der fährt schon seit Jahrzehnten auf den Löwersachs. Was sind die Löwersachs? Löwersachs wurde von Gernot Löwer gebaut aus Lindenfels, war einer der erfolgreichsten Motorradverkäufer. So in den 70er, 80er Jahren hat mehr verkauft als Maiko. Damals, der Gernot hat die Motorräder gebaut aus Maiko-Rahmen mit Sachs-Motoren implantiert. Der Sachs-Motor damals einer der meistverkauften Motoren überhaupt, die so verkauft worden sind weltweit. Nicht nur im Geländesport, sondern auch in den Straßenmaschinen. So ein Motor ist eben auch drüben drin bei Rudi Schlosser. Der Rudi fährt auch schon seit Jahrzehnten im klassischen Enduro-Sport und immer mit seinen Brinkmann-Maschinen oder auch etwas moderneren Hercules-Maschinen, aber eigentlich immer auf Hercules, kann man so sagen. Gell? Deshalb hat er auch das Leibchen an, Originalbekleidung. Toni Schattenfroh und Klaus Wieland gehören zu den Enduro-Senioren Deutschland. Die Startnummer 700 heißt also, der Klaus ist schon weit über 70 Jahre alt. Man munkelt, dass er noch älter ist. Er lacht nicht. Der Klaus war Versuchsfahrer im MZ-Werk. Er ist also sein Leben lang Millionen von Kilometern mit MZ-Maschinen gefahren auf der Straße, hat die getestet, bevor sie hergestellt worden sind. In Serie hat er die Prototypen gefahren und war auch sehr erfolgreich in den 70er, 80er Jahren im klassischen oder im Enduro-Sport in der ehemaligen DDR und jetzt hier seit Jahrzehnten auch schon wieder im klassischen Enduro-Sport unterwegs mit seinen Maschinen, also MZ. Wenn man sich die jetzt anschaut, das ETSG, das waren die Maschinen aus den 60er Jahren mit diesem schwarzen Tank, mit den eben elfenbeinfarbenen Seitenflächen, das waren eigentlich die erfolgreichsten Motorräder in den 60er Jahren. Da haben die ein Jahrzehnt fast jedes Jahr alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Die MZ-Werksmannschaft damals in Ullmann, in Zalewski, Lohrhorst, Ulich, die da alle gefahren sind. Und heute fährt der Klaus sein Motorrad hier, bringt er an den Start. Der Toni nebenan hat seine Löwersachs, wie gesagt, dabei hat er auch mehrere schon davon.
Mehrere von den Maschinen. Sag ich doch, sind doch mehrere. Nur noch zwei. Beim Rudi will ich gar nicht wissen, wie viele der hat. Da kann ich zu früh schon noch eine Mähne Mist, eine aussuchen, steht alles voll zu Hause. Also die drei sind die ersten Starter jetzt zur Startzeit. 9.26 Uhr. Das 60. Mal rund um den Eisprung. Wie oft seid ihr hier schon gefahren? Ungefähr so. Also 10 Mal. Mindestens. 10 bis 20 Mal sind es alle schon gefahren. 60 Jahre haben wir dieses Jahr. Am Anfang war nach der Gründung des Sportclubs Eisprung eigentlich mehr so Trailfahren. 10 Jahre lang angesagt, bis die erste Geländefahrt so vor 50 Jahren stattgefunden hat. Das war damals alles Start und Ziel in Dachsbach. Seit einigen Jahren hier in Neustadt an der Aisch. 10 Sekunden haben sie Zeit. Jetzt müssen die Jungs zeigen, was sie können, weil jetzt gibt es keinen Anlass mehr. Jetzt gibt es nur noch einen Kickstarter. Klassischer Endurosport heißt alte Motorräder, meistens auch alte Fahrer. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir müssen genauso wie drei Motorräder fahren. Das geht funktioniert. Es hat sich verändert. Es hat sich leicht über Nacht verändert in einem Herkules. Bei dem Friedrich hier und die 216 haben wir nebendran den Thomas Sandig aus Gorna. Und der Thomas hat wahrscheinlich das älteste Motorrad heute hier am Start und eine der erfolgreichsten Marken im deutschen Geländesport überhaupt und auch von den Fahrzeugen früher aus dieser Zeit, aus dem Jahrzehnt NSU, NSU Max. Und wenn man den Thomas nachher in der Geländefahrt und in der Sonderprüfung sieht, ist einer der schnellsten auch, die heute unterwegs sind, obwohl er diesen alten Hackstock fährt. Hast du gehört, das ist der Hackstock. Das kriege ich wieder, das kostet mir 5 Bier, die er gerne von mir nimmt. Thomas Sand ist hier auf seiner alten NSU, einer der ganz schnellen 250 Kubikzentimeter NSU Max, und wegen dran ist 57, richtig schießen aus Dreckenhütter. Ende der 70er Jahre rein, jetzt ist er die Arme super schräg und sich an mir reinlacht. Mit seinen neuen Knien wird er heute zeigen, was er alles kann. Zweimal Edelstahlknie, hat so lange hingekniet, bis die neue Knie verpassen mussten. Die 766 auf seiner Lavasetti mit einer Werksmaschine, die er früher schon gefahren hat, das ist sein Motorrad, das konnte er wieder zurückkaufen von Dornbosch. Also von Dornbosch zurückgeholt. Diese Maschine hat, wie viel Kubik hat das? 250. Eine 175er, also was ganz selten ist, diese Java-Maschinen, absolut erfolgreich gewesen von den tschechischen Nationalmannschaftsfahrern und Rolf Klug als Herkules-Chef hat dieses zurückgeholt, was sein Motorrad. In der Mitte haben wir Paul Hieronymus, kommt hier aus Spießbeck, aus der Ecke, 737 auf der KTM von 1974 und die 55, das ist der Bernhard Wagner aus Freising. Wolf, ist es gleich an. Nicht so viel flügen. Aber was ich gerade sehe, du hast neue Stiefel. Du hast beschissen, dass er neue Stiefel. Das heißt, so neu sind die Stiefel auch nicht. Ja, mit 9.29 Uhr. Ja, mit dem 67. Herbert Habermeter, Herbert, der Doro-Senior in Deutschland, Entschuldigung, auf seiner Montesa. Wir haben hier in der Mitte die 25, das ist Uwe Nachtrab, die fahren eigentlich auch mal mit. Und die 24, Solomon Leon Nachtrab aus Rot, auf dem Herkules GS und die erste Montesa des heutigen Tages, das ist 70er Jahre.